Dann noch eine kleine Definition, und zwar der Begriff der Mehrdeutigkeit. Eine kontextfreie Grammatik G heißt mehrdeutig genau dann, wenn es ein Wort gibt, sodass es zwei verschiedene Linksableitungen zu W gibt oder von mir aus auch zwei verschiedene Rechtsableitungen. Und noch weitergehend eine ganze Sprache, also nicht nur eine einzelne Grammatik, sondern eine ganze Sprache heißt inhärent mehrdeutig genau dann, ja, wenn alle kontextfreien Grammatiken für L mehrdeutig sind. Das ist nicht ganz einfach zu zeigen. Das Erste, wenn ich also eine konkrete Grammatik habe, dann kann ich natürlich gucken, wenn ich jetzt ein Wort W habe, dass ich einfach schaue, ob ich zwei unterschiedliche Linksableitungen erzeugen kann oder durchführen kann, um genau auf dieses Wort zu kommen. Beispiel einer inhärent mehrdeutigen Grammatik ist die folgende Sprache, oder eine Sprache, nicht Grammatik. Das ist die Sprache A hoch I, B hoch J, C hoch K. I, J, K ist größer als 1 und I gleich J oder J gleich K. Also Sprachen mit gleich vielen A's oder B's oder mit gleich vielen B's oder C's. Ja? So, um das zu machen, Nachweis will ich nicht führen. Die Idee dabei ist, und zwar alle Ableitungen oder ja, ich muss ja sozusagen, wenn ich das erzeugen möchte, also irgendwie gleich viele A's wie B's, ja, dann muss ich irgendwie sowas drin haben wie die Sprache A hoch N, B hoch N, die wir immer schon hatten. Ja, und das wird dann kombiniert mit einer beliebigen Anzahl von C's. Ja, auf der anderen Seite muss ich ja auch irgendwie sowas drin haben in der Spracherzeugung, dass ich gleich viele B's wie C's drin habe. Ja, ist wieder sozusagen das Gleiche, ja, dass wir irgendwie B's erzeugen, immer genau gleich viele C's. Ja, und die Idee des, oder für den Nachweis, dass sie inhärent mehrdeutig ist, dass wenn wir alle Wörter der Form A hoch N, B hoch N, C hoch N, ja, das ist hier nicht ausgeschlossen, dass I gleich J und auch gleich K ist, dann gibt es sozusagen einmal einen Weg über diesen einen, über diese Schiene hier. Ja, aber es gibt aber auch immer einen Weg über diese Schiene. Ja, dass die sich also zwei mögliche Arten erzeugen lassen. Sowas ist natürlich irgendwie unerwünscht. Ja, aber wenn ich halt eine Sprache habe, die nun mal inhärent mehrdeutig ist, dann komme ich da halt nicht raus aus der Nummer. Ja, ist aber unerwünscht, dass ich nicht eindeutige Ableitungen an der Stelle habe oder mehrdeutige Ableitungen habe. So, wenn ich, machen wir nochmal einen ganz kleinen Blick zurück auf Rechtslineare Grammatiken. Da hatten wir immer so Regeln, S geht über nach, ich nehme mal beispielsweise diese hier, ja, für die Sprache A auch N. Wie sieht da ein Ableitungsbaum aus? Naja, da mache ich irgendwie immer sowas. S geht über nach AS, das geht über nach AAS, das geht über nach A hoch 3S, A hoch 4S und dann von mir aus A hoch 5. Ja, wie sieht der Ableitungsbaum aus? Na, wir fangen an mit S, geht über nach A und S. Ja, und das S können wir wieder ableiten nach A und ein groß S. Also da erzeugen wir letztendlich immer so einen Ast, ja, der nach rechts unten sich fortpflanzt, ja, und so weiter. Also auch für rechtslineare Grammatiken können wir solche Ableitungsbäume definieren. 1, 2, 3, 4, 5. Nee, das war schon falsch. Zack. A, S. Doch, nee, war richtig. So, S und das geht dann über nach A. Ja? Also auch rechtslineare Grammatiken können wir Ableitungsbäume betrachten. Das ist quasi so nach rechts unten wachsender Graph.